Und wir bleiben noch bei Legenden, und zwar bei diesen beiden Legenden. Für die läuft ein nicht so schöner Countdown. Neukölln, Weiße Straße. Das Syndikat ist Symbol alternativer Lebenskultur im Schillerkiez seit 33 Jahren. Ab Jahresende soll hier Schluss sein, wenn es nach dem Hausbesitzer, einer Holding mit Stammsitz in Luxemburg, geht. Proletarier, Hipster, autonome Studenten, hier treffen sie sich alle. Das Bier kostet um die 2 Euro. Das Syndikat war immer mehr Nachbarschaftsheim als kommerzielle Kneipe. Es geht uns nicht nur darum, uns zu erhalten oder unseren Arbeitsplatz zu erhalten, sondern dass wir Orte sind, wo sich jeder Mensch auch wohlfühlen kann und sich auch treffen kann mit Freunden. Und sowas verschwindet einfach nach und nach. Es wird einfach alles nur noch durchkommerzialisiert. Und es geht nicht mehr darum, dass man irgendwelche sozialen Räume hat oder wo sich auch die Nachbarschaft treffen kann. Die Nachbarschaft ist in Aufruhr. Mit Demos und Kundgebung wird versucht, den wichtigen Treffpunkt im Kiez irgendwie zu erhalten. Doch die Chancen stehen schlecht. Dieser Wohnzimmeraspekt ist es für mich. Ich habe hier Spieleabende. Ich kann mein Essen mitbringen, wenn ich will. Ich sitze hier einfach nett mit Freunden rum. Von politischen Treffen, sage ich mal, bis hin zu, wir sitzen hier einfach nur und haben einen großen Tisch zum Gesellschaftsspiele spielen. Es ist so mein Ort. Es geht auch nicht nur um das Syndikat, sondern in dem Fall ist hier halt komplett der ganze Schillerkiez betroffen. Das ist natürlich eine Sache, wo ich sage, das kann man so nicht hinnehmen. Der Kahlschlag in der über Jahrzehnte gewachsenen Berliner Alternativkultur droht auch hier in Berlin-Schöneberg. In dem Eckhaus organisieren seit 46 Jahren Jugendliche selber Konzerte, Diskussionen, Lesungen oder wie heute Fantasy-Spielabende. Auch hier soll zum Jahresende Schluss sein. Dabei ist die Potze eine echte Erfolgsgeschichte. Hier haben Generationen von Jugendlichen eine Chance zur Entwicklung, zum Ausprobieren, zur Selbstverantwortung bekommen und genutzt. Die Immobilie, einst in städtischem Besitz, gehört jetzt einem Konsortium. Du kennst nicht mal die Person, du kannst nicht mal sagen, hey, pass mal auf, komm mal vorbei, wir wollen dir mal zeigen, was du hier gerade kaputt machst. Du hast immer nur mit Verwaltung, mit irgendwelchen Firmen von Firmen von Firmen zu tun. Das kann doch nicht sein, das darf doch gerade gar nicht passieren, dass irgendwer irgendwo auf der Welt beschließt, dass wir raus sollen oder dass das Syndikat raus soll oder dass die Meute raus soll und dass alle anderen auch gleich gehen sollen und dass jetzt hier irgendwie schicke Büros gemacht werden und wir nichts dagegen tun können. Zwar gibt es jetzt Alternativräume, aber die haben mit dem kreativen Spielplatz, den es hier fast ein halbes Jahrhundert gab, nicht mehr viel zu tun.